Wir haben halt in Waldkirchen im Bayerischen Wald und da hinten sieht man es eh, ein schöner Hügel. Und Waldkirchen ist bekannt einmal für das Modehaus Garhammer und seit einigen Jahren fürs Johanns. Und genau im Johanns, im oberen Teil von Garhammer, haben wir jetzt gerade. Und bei mir ist der Michael Simon Reis und du bist der Küchenchef von Johanns. Genau. Magst du mir jetzt einfach mal für die, die noch nicht kennen, die mal kurz vorstellen und vielleicht deinen Werdegang skizzieren, was sie denn hierher geführt hat ins Johanns? Ja, gern. Schön, dass ihr da seid. Michael Reis, du hast es schon gesagt, bin Küchenchef hier im Johanns seit 2013. Und 2013 war der Startschuss, also feiern heuer 8-Jähriges sozusagen. Und ja, dem vorausgegangen ist ja ein spannender Werdegang sozusagen. Ausbildung bei uns im Bayerischen Wald, ganz normaler Landkosthof. Und dann nach Zivildienst war relativ schnell klar, dass ich in die Sternegastronomie bin, dann nach Österreich, war in Salzburg bei Johanna Meier. Bin dann ins Steirer Eck, wohl wahrscheinlich auch die prägendste Station, weil einfach sehr, sehr lang, insgesamt fast 6 Jahre. Und dann ging es nach Spanien, nach Mallorca, ins Tristan, damals 2 Sterne beim Herrn Schweiger, prägende Station auch. Dann weiter ins St. Regis in Mallorca. Und dann Küchenmeisterkurs in Wien und dann an dieser Schule, wo dieser Kurs stattgefunden hat, ist der Kontakt nie abgerissen und so haben sie mich irgendwie gefragt, ja, möchtest du nicht Lehrer werden, möchtest du nicht irgendwie so in diese Schiene einsteigen? Und dann habe ich so 2010 dann den Entschluss gefasst, gut, dann gehe ich nach Wien an diese Schule, studiere Pädagogik, Fachabitur nachmachen, ne? Ich habe so mal Quali gemacht. Und und ziemlich zu dieser Zeit waren dann die ersten Gespräche mit der Familie Huber zur Weihnachtszeit 2010. Und dann wurde mir da vorgestellt, was hier entstehen soll. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich mich aber gerade zum Studium entschlossen. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ja, aber mit Planungszeit und Bauzeit würde sich das wohl auf 2013 dann ausgehen. Mhm. Und so war es dann. Ich habe im Juni das Studium abgeschlossen. Und im September haben wir da herum eröffnet. Viel parallel in der finalen Phase. Aber schön. Dann schauen wir mal eine der Lesung. Ich meine. Wir haben jetzt in diesem wunderschönen Lokal erinnert. Was zeichnet eigentlich das Johanns aus? Oder was macht die Küche für euch so besonders? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns mir die erste Frage gestellt. Wie schmeckt es denn bei uns? Wie schmeckt es bei uns im Bayerischen Wald? Wie schmeckt es in unserer Heimat? Und dann geschaut, warum schmeckt die so? Was herrscht hier für Tradition? Und es sind natürlich oft Gerichte mit vermeintlich bekannten und einfachen und vielleicht nicht so schillernden Grundprodukten. Und wir nehmen das als Herausforderung an, um das so in die jetzige Zeit zu transportieren. Also Thema Bekömmlichkeit, Kombination, Frische, so dieses, dieser warme Grundton einer geschmorten Zwiebel, ja, der irgendwie für mich so das Markanteste da ist, was sofort Identifikation auslöst bei Leuten, die zu uns essen kommen und dann aber doch eine gewisse Überraschung in dem, wie es präsentiert wird oder wie es dann am Ende schmeckt. Und so diese Tradition wertschätzen, aber durch eine gewisse Innovation dann überraschen. Wenn wir jetzt mal aktuell in eure Speisekarten gehen, wie oft wechselt die oder was erwartet da den Gast? Magst du uns mal so ein bisschen durchführen? Also gegen den Trend, wie ich finde, dass man eher das Angebot verkleinert, sich auf teilweise nur noch ein Menü beschränkt oder was, gehen wir schon seit der Eröffnung eigentlich den Weg, dass wir ein Menü anbieten, aber zusätzlich auch noch eine à la carte Karte, so eine Wahlmöglichkeit. Ich bin immer der Meinung, so ein Restaurant muss man wie ein Schlaraffenland irgendwie, da muss man was aussuchen, da muss ich irgendwie mich ja wiederfinden. Und so dieser Gedanke ist mir ganz wichtig, ist aber natürlich für uns in der Küche eine Herausforderung. Thema, wie oft wechseln wir? Das Abendmenü versuchen wir alle 8 bis 10 Wochen zu wechseln. Das ist auch immer so ein bisschen so der Schnitt, wo dann auch die Saison fortschreitet. Es kommen neue Produkte, die jetzt in der besten Qualität sind. Das
ja, es ist so dieser Turnus, wo wir versuchen, gerade das komplexe Abendmenü alle 2 Monate wirklich zu wechseln. Und ihr bietet ja auch verschiedene Gänge an. Also man muss jetzt nicht 6-8 Gänge nehmen, sondern man kann da auch variieren. Man kann es aus verschiedenen Menüs zusammenstellen, vegetarisch, nicht vegetarisch. Vegetarisch fällt uns ganz leicht, ohne dass wir jetzt groß wir weisen in der Speisekarte darauf hin und bei uns entstehen Gerichte eigentlich immer erst mit der sogenannten Beilage. Also wir stellen uns immer die Frage, was ist denn jetzt Saison im Gemüsebereich, im Kräuterbereich, dann so eine spannende Sättigungsbeilage, die ja wichtig ist bei à la carte Gerichten. Ne? Die schauen oft ästhetisch nicht so aus wie die High-Fashion-Teller, die man auf Instagram anschauen kann, aber am Ende ist bei einem à la carte Gericht auch wichtig, wenn eine Person kommt, das ist, dann soll er auch satt und zufrieden sein. Und das ist da trotzdem auch Optik und eine gewisse Ästhetik hinzukriegen, das ist der meiste Aufwand. Ob man dann entscheidet, man brät ein Stück Stör dazu oder man nimmt einen Kalbsrücken, ist dann sekundär. Also wir stellen uns auch die Frage, dass die Beilage an sich schon spannend zum Essen ist. Unterschiedliche Texturen, Konsistenzen, Temperaturen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, er hätte gern 6 Gänge vegetarisch, dann ist das im Handumdrehen halt die Beilage weggelassen und man hat trotzdem nicht das Gefühl, ja, jetzt kriegt man den Rest so oder irgendwie was Uninspiriertes. Von daher, ja, das ist bei uns möglich und kommt auch immer mehr. Ja. Und im Abendmenü kann man entscheiden, ist man die 6 Gänge oder 5 oder 4. Oft Frauen haben nicht Lust am Abend vielleicht das komplette Menü zu essen, also ist alles kein Problem. Aber ihr habt ja eine Mittagsküche, wo man quasi einen Auszug aus dem Menü haben kann oder eben auch à la carte und aber gleichzeitig auch nochmal Nachmittagskaffee, oder? Ja, also das Konzept ist komplex. Wir sind in einem Modehaus, im Modehaus Garhammer, Ries, 10.000 Quadratmeter groß, die Verkaufsfläche, und das birgt Besonderheiten in einem Konzept, das für hier gefunden werden müsste. Ja, also es ist für uns wichtig, dass das Restaurant offen ist, wenn das Haus offen ist. Das heißt, wir haben einen Mittagstisch, der ist ein bisschen schneller, der ist ein bisschen auf Business Lunch mit einem kleineren Menü. Auch die Atmosphäre im Restaurant ist ein bisschen wurliger, sind teilweise auch Kinder da. Also da sind wir auch wirklich mit einem, glaube ich, kann ich mittlerweile sagen, einer sehr, sehr niedrigen Hemmschwelle. Und von daher ist mittags Johanns einfach, da dienen wir auch dem Modehaus, wenn die Gäste da sind, die möchten mittags was Schnelles, aber Gutes essen, aber dann auch wieder weiter einkaufen und dann am Abend ist das Ganze entschleunigter, oft gezielter, der Besuch nur wegen uns. Und ja, nachmittags kann man natürlich auf dieser tollen Terrasse, wo wir vorher waren, ein Glas trinken, einen Kaffee. Das wäre ja schade, dazu zu sperren. Also es ist von Montag bis Samstag wirklich ein aufwendiges, vielschichtiges Konzept. Also das Lokal existiert ja jetzt seit 2013 und seit 2015 habt ihr jetzt jährlich immer die Auszeichnung einen Stern bekommen. Wie wichtig ist dir das? Du hast am Anfang gesagt, du wolltest in die Sterne-Gastronomie. Hast du jetzt dann den Wunsch nach noch mehr oder wie ist da? Ja. Zum ersten Teil, wie ich hier angetreten bin, war keine Vorgabe, da muss ein Stern her. Mhm. Wir haben im September 2013 angefangen und haben dann das Jahr drauf, war der Michelin, ist da im Herbst erschienen und wir haben quasi im Herbst 2014 nach einem Jahr quasi den Stern bekommen, der dann ja schon für 2015 war. Das heißt, wir haben jetzt seit 8 Jahren, können wir das halten. Und wie wichtig ist das? Für das eigene Ego ist es sehr wichtig und für das Johanns ist es von daher wichtig, dass ich glaube, dass Fachkräfte und motivierte junge Leute, wenn die ihren Karriereweg planen, sich schon an sowas orientieren. Das weiß ich aus meiner eigenen Zeit und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das noch immer so ist. Das heißt, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass jemand sagt, der ambitioniert ist, der auch irgendwie sagt, ja okay, Sterne-Gastronomie, der dann auch in dieser Region fündig wird und nicht in die Großstadt nach München muss. Und wir sind ja mit einigen guten Kollegen wirklich dran, diese Region da wieder ein bisschen nach
vorne zu bringen auf diese kulinarischen Landkarten. Was ist jetzt nochmal wichtig bei deiner Küche oder bei der Kreation von deinen neuen Gerichte? Legst du ganz viel Wert auf Regionalität, auf das von hier ist? Oder was kommt denn auf keinen Fall auf deinen Speiseplan? Es glaube ich war ganz interessant in unser Kühlhaus zu schauen, weil da steht auch verschiedene Flaschen mit asiatischen Aufschriften, sei es besondere Ponzo-Soßen oder Yuzu-Saft oder Konzentrate, die man eigentlich so im Bayerischen Wald vielleicht nicht vermuten würde. Ich glaube, ich habe es vorher gesagt, so dieser Grundton in unseren Gerichten, der muss für Einheimische spürbar sein, als vertraut und für Leute von außerhalb, von weiter weg, das Gefühl, aha, so schmeckt es hier. Mhm. Und das Ganze ungewöhnlich kombiniert. Aktuell ist die Küche ja sehr säurebetont und das tut natürlich der deftigen bayerischen Küche sehr, sehr gut. Was die Wahrnehmung angeht und die Reduzierung von Fett tut dieser Küche ganz gut. Und ja, so merkt man bei uns eigentlich nur eine Sache. Wir verzichten komplett auf Meeresfische, schon seit der Eröffnung. Außer es gibt irgendeinen Sonderwunsch oder mal ein Menü für einen bestimmten Weinabend, dann schon. Aber im Standardprogramm haben wir gesagt, im Bayerischen Wald, der hat keine Salzwasserfischkultur. Wenn man sich im Bereich des Süßwassers ein bisschen umschaut, gibt es eine unendliche Bandbreite, auf die man zurückgreifen kann. Und meiner Meinung nach kriege ich dann natürlich auch hier eine bessere Qualität und eine bessere Frische. Und das ist so das Einzige, was wir ausschließen. Ansonsten ist Regionalität natürlich. Ja, wird immer mehr Marketingwort und wenn man in die Supermärkte geht, sieht man oft meterweise Regionalität. Regionalität sehen wir ein bisschen weiter gefasst, das heißt, wenn sich eine Region durch unsere Arbeit auch ein bisschen weiterentwickelt, ich gebe ein Beispiel, ich glaube, dass für die Hotellerie in Waldkirchen es sehr gut ist, dass es Johanns gibt, weil wir natürlich viele Leute von weiter her haben, die dann übernachten, die Geld in Waldkirchen lassen und somit das Ganze funktioniert, wieder investiert wird und somit sukzessive auch die Qualität im Bayerischen Wald besser wird und noch besser wird. Von daher, ja, das ist für uns auch Regionalität und natürlich schaue ich, und habe ich das Wild von jemandem aus der Region oder das Geflügel mal. Mhm. Aber natürlich habe ich auch meinen Feinkosthändler, der mir natürlich auch die Mengen garantiert, der auffüllen kann, der ja, auch diese besonderen Dinge, die ich vorher angesprochen habe, dann mir auch liefern kann, zuverlässig liefern kann. Neben dem normalen Restaurantbetrieb habt ihr aber auch immer wieder so Events. Also ich war mir erst vor kurzem auf einem Sommerfest, was richtig toll war. Gibt es da eine Wiederholung oder welche Events stehen demnächst an? Jetzt muss ich spoilern. Ne? also natürlich hat uns Corona jetzt ein dreiviertel Jahre beschäftigt und auch vieles durcheinander gewürfelt. Wir haben oft nicht gewusst, in welchen Rahmen dürfen die Dinge stattfinden, die wir uns vorstellen, die wir machen wollen. Wir setzen uns schon immer Anfang des Jahres hin und machen so einen Event- und Jahresplan. Der ist, das sind so drei Blöcke, wenn man so sagen kann. Der erste Block ist die Kochkurse, die wir eigentlich seit Anfang an machen. Da gibt es jedes Jahr vier Termine. Dann ist es der Block der Weinabende, wo wir mit befreundeten Winzern einfach einen besonderen Abend kreieren, wo wir den Wein in den Mittelpunkt stellen und uns da als Küche in einem wirklich speziellen Menü dann drauf einlassen. Und dann gibt es noch den Bereich eines Sommerfests und so wie das Feedback war, wird es definitiv eine Wiederholung nächstes Jahr geben. Und dann gibt es noch einen besonderen Silvesterabend und so versuchen wir schon immer wieder auch da Highlights zu setzen, um auch attraktiv und abwechslungsreich zu bleiben und unterschiedlichste Gesichter des Johanns irgendwie zu zeigen, was unsere Stärke ist eigentlich. Mit was kann man jetzt dann dich kulinarisch glücklich machen? Eher die einfachen Dinge. Ich esse gern Cordon Bleu mit Kartoffelsalat. Ich mag gern alles, was mit dem Thema Grillen zu tun hat, ob das Burger, ob das Spare Ribs, ob das Pulled Pork Geschichten sind.
ganz gern ist, ein Käse und ein gutes Bauernbrot genauso gern. Also. Angenommen, die Melzer ruft aber dir und sagt für die nächste Folge Kitchen Impossible, war ein Platz frei und er hätte die gern? Spontane Antwort? Wahrscheinlich schon, ja. Also, hätte wahrscheinlich kurz einmal Herzklopfen, aber da würde mir schon was Cooles einfallen. Ja. Ja, dann hoffen wir doch, dass er demnächst anruft, oder? Ja, ich glaube, er hat meine Handynummer noch. Wunderbar, dann würde ich sagen, kommt's vorbei.